Hallöle! Willkommen, willkommen, willkommen. Minecraft lädt gerade noch, aber ja, wir versuchen mal wieder irgendwas mit dem Demon Will zu machen. Mal gucken. Aber ich habe was gelesen. Also es kann sein, dass es daran liegt, dass wir hier auf dem Server unterwegs sind. Dass es deswegen nicht funktioniert. Aber ich habe noch was anderes gelesen. Und zwar... Irgendwie... Irgendwie kann man hier was mitmachen. Okay, Moment. Habe ich den falschen angezogen? Oh oh. Vor 8 Jahren. So.
Okay. Ich will das nochmal durchlesen. Also Ritual. Demon Will. Okay. Dankeschön, Amigulent. So, Gathering of Forsaken Souls.
Aha. Okay. So, Ritual Stones. So, weil ich will das noch mal. Hier, wie heißt das mit dem Lavakristall? Blood Crystal. Thank you.
So. Jetzt holen wir uns die. Diese Raw Crystal. Und das noch, vielleicht hilft das ja irgendwie. Und dann können wir uns eigentlich, wir haben so viel, dass wir eine Biene zumindest herstellen können. Hoffentlich. So, wir brauchen 1200. So. Damit sollten wir ja... Oh! Okay, wir kriegen die Biene. Geil! So, und dann können wir die ja mal wegpacken. Base. Treat. So. Oh. Hier. Und warten wir mal, dass wir ein bisschen aufbauen. Also Mana. Oh. So. Hupala.
home. Dann machen wir das einmal eben unsterblich. Base. Habe ich irgendwo ein Smithing Table? Habe ich nicht. It's missing. So. So, dann bauen wir die eben. Oh. So, Sword. Reicht das aus? Will. Dit. Okay, dann kriegen wir das irgendwie repariert? Oh ja. Und kriegen wir auch, wenn wir 1045. Okay, das muss wahrscheinlich durch Blood.
Demon Crystallizer. Was produziert die denn? Ah, 1%ige Chance da drauf. Okay, Raw Honey, Raw Demonite. Was kann ich denn damit machen? Hellforge Sand. Das funktioniert nicht. Okay. Schade, schade, schade. Ach. So, ich glaube, wir machen doch jetzt einfach mal Apothesia, Apothes. So, und hier, ich will jetzt hier die beiden. Was brauche ich denn hier? Infused Hell Shell. Eterna, Quanta, Arcane. Okay. So, wie viele Level haben wir eigentlich? Reicht aus. Also, Book. Nehmen wir einfach hier erstmal Bookshelves. Oh. Und ein Enchanting. Enchanting Table. Book. Lapis. Okay. Oh. Hier. So. So. Sick Potion. Habe ich denn in Fluids? Okay. Oh ne,
Hier. Ah, verdammt. Hier. So. So müssen wir jetzt die... das machen können. Und das machen können. Und das kriegen wir hier drüber hin. Okay. Also können wir gleich das herstellen. Nicht hier. Das ist der Fluid-Encapsuler. So. Apo. Alter, ist das Wheel of... Okay. Hier unten. Die hier müssen wir herstellen. Okay. Also, das kriegen wir hin. Top ist hergestellt worden. So. Okay. Oh, Dark. Wir machen das mit Dark Oak. So. Also. Wir brauchen... Was ist das denn hier? Dark. Okay. Potion of Regeneration. Das habe ich ja. Und jetzt wollten wir eine Hell Shell. Okay. Was können uns denn Hell Shelves? So, Protect 15. Hell. So, was dann der nächste? Infused. Once you unlock Infused Upgrade. Okay, going deeper.
Diebschaft. Dragon Infused. Oh. You probably strive to increase your Arcana or keep down your concentration. See your enchantment without adding to either probably. You can only have max of these bookshelf in your setup. Okay, und dann kann ich. Hell. Okay, noch zwei. Fünfundvierzig, sauber. Hell Shells. Mit 20. Hehe. So. Wie kriegen wir die hier? Mit Level 100. Uff. Liberty of Alexandria. Uff. Okay, External Storage? Okay. So, und French. Damit sollten wir eigentlich Enchantment Books. Set. Unbreaking. Okay, also Exporter. Cable. Und ein Enchantment Book. Whitelist.
Ah. Nice. Okay. Also, was müssen wir denn als nächstes machen? Oh, hier. Also, Öl. To enchant or upgrade bookshelf for the infusion. Okay. Dormant. 60, okay. So. So. Dann machen wir hier ein bisschen Glow. Okay,
Oh. Curse of Breaking. So, was brauche ich denn hierfür? 80? Moment. So, Going deeper. Dormant Bookshelf. Tada! So. Ups. Okay. Das hier war der Smelter, ne? Unobtainium. Alter. So, den brauchen wir. Und wie kann ich das machen? Beides 40. Okay. Dormant. So, jetzt. Ups. Dormen. Oh. So. So, was brauchen wir hier? 30, okay. Dormant. 6. Oh.
Oh Gott. Okay. Oh. Neunundzwanzig. Ah. Hellshell, Hellshell, Hellshell. Ich will mal eben mein Inventar leer machen. So. Oh, Lapis. Guten Abend, ja, ich will die auch, Mist. Wie heißt das? Die Library of Alexandria bekommen. 30. Es gab doch hier Quanta. Skull. Minus, min.
Oh yeah. So. Oh. Nee, noch nicht. Aber das kommt nach und nach. Gibt es denn irgendwas, was Minus macht?
Candle. Ja, Arcane geben die dazu. Gucken wir doch einfach mal hier in das Buch rein, oder? Okay. Kann ich Quan? Okay, wenn ich jetzt ein Melon Shelf. Ja, ich sehe das gerade. Das ist echt uff. So. Melon. Dann machen wir hier noch Stone Shelves.
So. Und dann gab es hier doch noch eine andere Variante. Oh, nee. Okay, so rum nun. Okay, es ist cool. So, nehmen wir dann noch die Soul Touched. Wow. Oh Gott, was geht denn da ab? Oh. Ja, das geht jetzt aktuell noch nicht. Ja, die könnten wir noch bauen. Oh. Melon. So, was brauchen wir hier? Oh Gott.
Guck mal, das braucht jetzt hier schon die Infused Dragon's Breath. Deswegen habe ich die noch nicht gebaut. Ja, ich sollte, glaube ich, ein bisschen lesen, wenn ich die Sachen... Nice. Ich bin nicht der Intelligenteste. Also... Hier. At least 60 und nicht but no more than. Ey, das kannst du doch keinem erzählen.
und den hier noch. So, jetzt kann ich hier 5 davon herstellen. So, und was muss ich hier auf 100 Infusion? Oh. Okay, dann sollte ich hier nochmal eben ein Importer. Import. Hallo, Daniel. Danielen 140. So ganz gut. Danke für den Hinweis. So, jetzt ist die Frage. Wie kriege ich den Kram hier raus? Hi, du. Nö, habe ich noch nicht, aber bis jetzt ist das auch alles relativ klein, deswegen besteht da auch noch keine Not zu. So. Ich will das, ich will die Bücher hier rausbekommen. Kriege ich das mit Hoppern? Oder Bücher? Books. Weil wenn ich die einfach abbaue. Oh. Okay. Wenn ich die jetzt verzauber.
Ja, ich wollte das eigentlich alle Bücher exportieren und nicht nur ein einzelnes. Ich wollte das automatisieren, aber so reicht mir das auch. Ich dachte nämlich, alle Bücher gehen verloren. Und das wollte ich nicht. Oh. Ein Endshelf. So, wenn ich jetzt Looting 2 Bücher mir hole. Oh. Mit einem Anvil. Ein Anvil, sorry. Eternal. So, Looting.
So, wenn wir das jetzt hier upgraden. Und jetzt hier reinstopfen. Und wieder rausholen. Nice. Ja, hatte ich gerade gesehen. Ich habe mich nur gewundert, warum ich kein höheres Looting bekomme. Aber das habe ich ja jetzt verstanden. Oh Gott. Verstanden. So, Looting. 6. Und hier 6. Wenn ich das dann jetzt hier combine, bekomme ich Looting 7. Dann kann ich das hier reinschmeißen und sollte. Ja, genau. Da war ich mir gerade nämlich überhaupt nicht sicher, ob ich einfach nur blöd bin. Was wahrscheinlicher wäre, als dass es upgradebar ist. Deswegen hatte ich hier auch das Looting gesucht. Weil das geht ja nur bis 7. 8. Oh. So, die schmeiße ich noch mal eben rein. So. Hatte ich auch gesehen. So, jetzt will ich was ausprobieren. Thank you.
Blood. Es gab doch hier dieses Gauk. Das muss doch hier doch noch... Hier. So, jetzt ist die Frage, habe ich Will bekommen? Nö. So, ich kann aber eben mal kurz nach meinen Bienen gucken. Bees. So. Kein einziges Mal einen Hellforge-Part hergestellt. Das ist echt traurig. Oh, und ich habe im Internet noch was anderes gelesen. Will ist unemployed. Man braucht nämlich einen Smoker. Noch einen zweiten. Und zwar ein packt man hier hin, ein packt man hier da rein. Dann packt man den da rein, weil dann kriegt man nämlich einen Werwolf-Viren. Geil, dass das funktioniert. Oh, ist nur Villager-DNA. So. Oh ja,
Ich habe Teufelszeug. Aber das sind auch Kommentare von, als ich mit dem Stream gestartet habe, von einer halben Stunde vorher. Also das ist ganz neuer Shit. Und das wurde wohl jetzt erst vor kurzem entdeckt. So, jetzt müssen wir nur noch warten, bis es Nacht ist. Und dann kann man den wohl spawnen. Und man kann, der verwandelt sich dann zum Werwolf und dann kann man Eier bekommen von dem. Also richtig, richtig nice. Weil das brauchen wir hier für den Revenanted Flasche. Promise of Tendency 3 und Material's Vengeance und Blood. Dann brauchen wir noch eine Bloody Bee. Bin ich auf dem Bildschirm so weiß oder was? Nee, ich habe eine natürliche Kellerbräune. Gott. Ich glaube, ich muss mal den Filter auf der Kamera anpassen. Weil so sehe ich gar nicht aus. Ja, aber das ist ein bisschen sehr gelblich. Normalerweise bin ich noch weißer. Wenn ich den jetzt hier drin habe. Kann man die irgendwie... Nö.
Dankeschön, Kaiser Ball. Deswegen habe ich auch einen 32 Zoll Curved Monitor vor mir, damit einfach von allen Richtungen das Licht gleichmäßig im Gesicht die Bräune verursacht. Was zur Hölle? Was soll denn dit? Jo, mach das mal. Infused. Oh Gott.
Hi, willkommen zurück. Enrichment. So, wo wollte ich anfangen? Ich wollte hier.
Oh. Infusion. So. Importer. Machen wir uns hier gleich. Also, das und ein Gate. Nee, machen wir Points. Point. Okay. Hier. Also. Input. Extra. Output. Welchen ersten Teil meinst du? Ich bin mal wieder Max verwirrt. Ah, wie heißen die Teile? Ah, es... Es geht um Toni Kroos.
Nee. Sagt mir gar nichts. Also ich gehe mal davon aus, dass du den Fußballer meinst. Ah. Okay. Die Referenz sagt mir was. Also den Film habe ich gesehen und das Hörbuch habe ich gehört und das Buch gelesen. Das Toni Kroos hat mich verwirrt. Das ist echt hart. Hi, Madrux. Oder Madrux? Madrux? Gott, oh Gott, oh Gott. So, jetzt geht's wieder auf die Suche nach Hühnchen. So. Aber ich bin froh, dass wir den
Werwolf haben. Dann müssen wir dann noch einen zusätzlichen Spawner bauen. Ja, den habe ich aus Versehen umgebaut. Weil ich dumm bin. Ich habe den falschen Spawner genommen und ein Zombie-Ei reingedrückt. Kannst du dir das vorstellen? Ein Zombie-Ei. Anstatt einen Zombie-Spawner zu nehmen und den zu überarbeiten, was ja relativ schnell geht. Nee, ich habe aus Versehen den genommen. Ich dachte, das wäre was anderes und... ja. Kannst du mal wieder echt keinem erzählen. So, jetzt müssen wir mal eben Tronic besuchen gehen. Hallo? 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 Ich habe Geschenke mitgebracht. Du hast Geschenke mitgebracht. Was hast du denn jetzt für Geschenke? Das hat Tronic die ganze Zeit gesucht. Ein Werwolf Spawn Egg. Ja. Der ist bei uns im Keller. Willst du mitkommen? Ja, ich habe mich dreimal verlaufen. Au. Das war das falsche Fenster. Okay. Momentchen mal. Hinter dir. Au. Oh Gott. Ach, Tronne kann uns schon wieder nicht hören. Ja, alles gut. Überreiche ihm es. Oh ne, komm runter. Ja, hier geht's. Hier sind überall Hopper. Ja. Ja, da kommt gleich noch was. Seid ihr im Discord, sonst komme ich da eben rein. Ich glaube, das geht schneller. Moin. Wenn du wissen willst, wie das funktioniert hat, ne?
mit einem Smoker. Und einem zweiten Smoker. Und dann brauchst du nur einen Villager da reinstecken. Dann wird er ein Werwolf und dann kannst du ihn rausstellen und nachts wird er dann zum Werwolf. Ich habe einfach mal just for fun gegoogelt, weil ich nicht wusste, was ich heute machen soll. Und dann war das irgendwie 10 Minuten vorher, hat das einer beschrieben. Okay. Auf Reddit. Keine Ahnung, wie man auf sowas draufkommt. Na, ehrlich. Das ist nicht schlecht. Ja, aber jetzt habt ihr für eure Mob-Farm dann... Nachdem ich mich tausendmal gebildet habe. Das da unten ist halt wirklich nur unsere reine Mob-Farm für Mana und Items. Gott, oh Gott, oh Gott. Aber die Dingsens drehen sich ja gar nicht. Muss ja jetzt auch nicht. Jo. Oh Gott. Das Problem, wenn die jetzt an sind, mache ich minus Mana. Die Mobmescher sind zu stark dafür. Ah, okay. Sobald ich offline gehe, was wahrscheinlich erst morgen Abend sein wird, weil ich oben die ganze Zeit Villager kille. Achso. Auf wie viel Millionen willst du das bringen? Volle Power, ja. Oh Gott. 5 Millionen. Ja, dann bringe ich dir noch ein anderes Geschenk mit, was sogar noch besser funktioniert. Hm? Moment, habe ich noch eins? Wie heißen Schildkröten auf Englisch? Das vergesse ich immer wieder. Turtle! Weil man es einfach auch zu wenig braucht, ne? Ja. Man braucht ein Turtle Egg, dann kriegt man Baby Villager. Und die geben die doppelte Anzahl. Beim Schwert. What? Okay. Jo. Ich besorg mal eben welche. Ich glaube, ich hab welche. Achso. Glaube ich. Haben wir welche? Die kann man nämlich nicht herstellen. Dann habe ich keinen. Okay. Ich habe mal irgendwo an einem Strand welche gefunden und die eingesperrt. So läuft das. Ja, die wollen an ihrem Heimatstrand immer zurück, das ist das Problem. Das Problem ist, ach ja, die Spawn da oben, die bewegen sich da ja nicht, ne? Ja, genau. Noch 90 Sekunden. Naja, das genau da Laden von dem Ganzen ist immer echt kacke auf dem Server aktuell. Alle jetzt wieder wegnehmen. Aber ich habe ja das alles gefunden und jetzt läuft das. Ob das machbar ist. Die Sache ist, du müsstest jetzt eine Schicht wegnehmen, also unter denen. Mach mal die Grinder alle an. Die Spawner aus, eins von beiden. Habt ihr ein Mechanical Arm über? Momentchen. Ich will eigentlich nur die Quest abschließen, danach könnt ihr die sofort wieder haben. haben wir nicht, das ist von Create, ne? Ja. Hab ich zwar nicht, aber ich kann ja einen craften. Ja, ich brauch den eigentlich nur einmal in der Hand und dann kannst du den direkt wieder haben. Super. Tronic? Ja. Ich krieg ja meine Teile hin.
Kannst du nicht ausschalten? Nein. Ja, über einen Schalter wäre das sinniger. Mhm. Übersehe hier garantiert noch irgendwo gleich welche. Dann müssen wir die erste Schicht, also die unterste, also den Block da drunter abbauen. Dann mal gucken. Das Papier sind die Schicht, die ich zuerst gesetzt habe. Ja, hier. Das müsste ja ein Luftblock sein an sich. Ja. Und dann müssen wir uns überlegen, wie wir da jetzt, weil unter jedem Ding einen Schalter platzieren. Das ist. Nö, du brauchst ja bloß eine Rätsel. Wenn du meinst, dass das funktioniert? Das ist doch irgendwie funktionieren. Da wird so ein Hammer, ja. In der Theorie. Nee, theoretisch haben wir Redstone. Ja. Das auch. Mach's jetzt mal alle. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt alle erwischt. Deswegen tut sich jetzt gerade bei mir nichts. Nee, ich krieg auch keinen Schaden. Ich muss mal kurz zu unserem Star. Ich bin ein Star, holt mich heraus. Nein. Schatz, guck mal so gesund an. Also, Madrux, ich bin aktuell im Projekt, also wir machen hier gerade ein Projekt mit 15, 20 anderen. Dankeschön. Und ich will das hier erstmal so weitestgehend abschließen, wie ich zocken kann. Und jetzt kommt demnächst auch noch ein neues Spiel raus, was ich unbedingt spielen will. Am Donnerstag, Freitag. Und ja, wir spielen hier gerade ATM und ich will mich erstmal nicht auf so viele Projekte konzentrieren, aber herzlichen Dank für die Einladung, das ist echt nett von dir. Freut mich auf jeden Fall, aber aktuell eher weniger. Kann, ne? Aber danke nochmal für die Einladung. Der komische Kuchen da von Create. Ja, deswegen hatte ich keine Lust da drauf. Ich habe ja alles schon so weit vorbereitet, ich wollte das Ding ja nur noch da reinlegen, aber ich habe das nur so halb automatisiert. Ah, okay. Das heißt, ich schmeiß den oben vorne wieder rauf und gehe nach hinten und sammle es hinten wieder ein. Super, das freut mich. Also dieser scheiß Kuchen geht mir so halt auf den Sack, wenn das Ding. Ja, ich weiß nicht, wie lange ich mit. Viel Glück, dass das funktioniert. Ach, wie heißt das gleich noch? Mit Dragon's Dogma brauche. So, das ist aber das Spiel, was ich als nächstes spielen möchte. Mob. Wieso kommen denn jetzt keine Turtle Eggs? Und Mensch, ärger dich nicht mit der Million Felder Edition. Alter, das ist ja schon fast gemein. Wo bist du denn? Unten drunter. Nicht du. Ronne, Deadcock. Achso. Da ist eine Treppe. Das ist aber auch kein richtiges Haustier halten, was du hier machst mit deinem Golem. Was? Dein Ach Golem so. Ist eingesperrt, der braucht doch Freiluft. Nee, den habe ich aus Versehen gespawnt, weil ich einen falschen Schalter betätigt habe. Und nu? Steht er da erstmal. Du kannst an dem dein Schwert ausprobieren, wenn du willst. Ich habe 5000 Attack Damage. Ja, dann probier mal aus. Ja? Ja. Cool. Beim letzten Mal hat das nämlich überhaupt nicht funktioniert. Jetzt bitte nicht das Schwert verwenden. Warte, da.
Kann man die irgendwie vermehren? Turtle Eggs? Ja, du musst 2 Stück züchten und dann. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Spawner wir nämlich da oben haben. Ich glaube ja. Panik, wie viele Spawner hast du da oben? Was? Wo? Die Villager Spawner. Kein Plan gerade. Ich auch nicht. Also, ich habe noch ein zweites Ei. Also, Villager an sich? Weiß ich jetzt nicht gerade. Ich glaube, du hast da oben 3 oder 4 Stück. Mal gucken. Sonst. Warte. Oh Gott. Ja, meine Sachen laufen gerade unten nicht, deswegen. So, ich hätte noch 2 Villager-Spawner mit Babys. Wollen die nichts wegnehmen? Nee, aber ich kann ja einfach da zu euch hin, wenn ihr da sogar noch mehr habt, als ich hier habe, dann kann ich da ja auch mal ein bisschen das Schwert wieder reparieren und sowas. Ja, warte, können wir kurz zu Tronny? Na? Au. Ich sehe das. Das hier ist immer meine Base. Tronny. Also bist du oben schon. Oh Gott. Also die sind hier oben halt angeschlossen. Du sagst 2 Stück, passt dir noch. Rettest du nur noch her. Ja. Bin gleich wieder da. Jo. So. Ich warte, bevor du da startest, ne? Mhm. Ich glaube, wir müssen hier noch mal... Half-Slip hatte ich überlegt. Es reicht ja, wenn du auf den Block hier unten schlägst. Ja. Oder dann reicht sogar Glas. Haben wir noch? Hab ich noch? Ja, du könntest hier einmal außenrum Glas setzen. Ja, oder so, genau. Und wieso ist da ein Knochen in der Mitte drin? Frag mich nicht. Okay. So, dann haben wir hier den Hebel. Ich trau mich hier nicht zu schlagen. Und hier stand ich halt die ganze Zeit AFK, ne? Ah, okay. Das F6-Taste gedrückt, das gibt ja so einen schönen kleinen Mini-Auto-Klicker. Ja. Hattest du die Eier da jetzt schon reingedrückt in 2? Nee, noch nicht. Kann ich aber nochmal machen? Sind jetzt drin noch 2. Ich weiß gar nicht, welche. Was für eine Range das Ding hat überhaupt. Ja, das reicht überhaupt da. Also ein schöner 10-Sekunden-Timer. Und dann warten, bis das Ding voll ist. Und dann wird alles gemetzelt, was da ist. Ey, ich hab mich die ganze Nacht einfach AFK hier hingestellt. Das funktioniert, das ist der Vorteil. Ja. Und ich hab damit so, ich hab damit kein Problem, weil es ist ja, man will ja auch diesen Erfolg haben, dieses Maximum an Level auszureizen. Wie viel, ach, du hast schon Attack Damage über 400, über 5000, ne? 5168 hab ich jetzt. Ja. Willst du noch einen zweiten Tipp haben? Hm. Du kannst das Schwert in Modular Router reinpacken. Und dann funktioniert das auch. Soweit ich weiß. Modular. Wie soll das denn funktionieren? Der nimmt ja keine Mana. Haben die nicht hier unten schon stehen? Warte mal. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ja, haben wir gestern schon getestet. Verlinkt mal, das funktioniert nicht. Ah, ihr müsst. Technerby Entity Match All. Ich weiß nicht, ob da noch eine Player fehlt. Ich kenne mich mit dem Modular-Router sowieso nicht aus. Nein, ich auch nicht. Ich ist immer nur mit Glück versehen. Ich
denn sowas wie Player? Ja, hab ich gerade reingesetzt. Ich geh mal lieber aus dem Weg. Muss ja dann die... Oh. Ja, was fehlt noch? Ich hab irgendwie Angst, jetzt zu schneiden. Ja, funktioniert ja super. Da ist ja sogar noch Sharpness 5 drauf. Ja. Also die töten sich gerade gegenseitig da alle drin. Gott, oh Gott, oh Gott. Musste da einmal kurz drin aufräumen. Oh. Jetzt hat er gerade irgendwas gemacht. Ja. Schaltest du immer Redstone Mode auf Low? Muss der ja aus. Ja, nein. Nee, der muss auf Always. Kriegst aber keinen Attack Damage dazu. Nee. Dein Schwert nimmt nur ab. Deswegen haben wir das nicht gemacht. Aber warte mal eben. Ich will mal, wo wir gerade dabei sind, na, da kann man doch. Das könnt ihr vielleicht auch brauchen. Ich habe nicht mehr so einen Stone. Ah, doch. Ah, funktioniert nicht. Ich muss momentan echt aufpassen, in welche Richtung ich schlage. Könnt böse Aua machen.
Gott, oh Gott, oh Gott. Das funktioniert viel zu gut. Oder willst du das anlassen? Nee, nee. Wir machen den immer aus. Deswegen, ich sag Alter. Ja so ein Teil. Ich hab ja so einen normalen Mausklicker vom Microsoft Store. Wer ist das nicht? Da habe ich einen Timer auf 10 Sekunden gestellt. Ah, okay. Und dann stellst du dich wirklich nur hier hin, klickst so, der schlägt einmal und alle 10 Sekunden schlägt er wieder. Ich kann mich jetzt einfach so machen, warten jetzt einfach, bis alles voll ist. Aber jeder, der mir dann ins Messer läuft, hat selber schon. Oh Gott, Zuschauer, du bist wahnsinnig. Okay, und Tronic, ja, hatte. Ich wollte mal testen mit dem. Wie heißt es gleich noch hier? Mit dem Eternal. Und so stand ich jetzt die ganze Nacht einfach. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, was denn? Ich will 5 Millionen Attack Damage machen, für René seine Rüstung mit einem Schlag hinüber machen. Ja, das kannst du jetzt schon machen. Meinst du? Der ist dauerhaft voll geladen. Ja. Laut ihm ja. Also ihm, seine Rüstung wird dauerhaft geladen. Ach so, er hat die Mechanism, ne? Ja, genau. Aber wenn ich mit 5 Millionen Attack Damage dastehe und ihm einen Schlag gebe, da hilft ihm die Rüstung auch nichts. Naja, mit 1000 hat Tronic mich schon one-hitted. Darf ich mal? Nein. Und er hat irgendwie, keine Ahnung, 15 bis 20 Schläge nur für den Endergolem gebraucht. Gut, für dein. Ist das Ding, was ich gerade unten getötet habe bei dir? Ja, genau. Also, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass du René wirklich one-hitten kannst. Ja. Es macht mir halt auch so Spaß, einfach den PC mal so laufen zu lassen und am nächsten Tag. Ich habe, glaube ich, über Nacht 3 oder 4000 gemacht. Ja, das glaube ich. Ja, das ist Tronic. Apropos, was du da versuchen wolltest, gerade mit diesem Gem, ist das Ding, was drin liegt noch? In dem Tisch? Oh, das ist deiner. Ja, das ist meiner. Okay, das müssen wir mal eben ausprobieren. Moment. Wir haben mal deine Farben ein bisschen ummodelliert. Da ist jetzt Glas drin. Wir müssen hier noch einen Absorption Hopper hinstellen. Bin ich aber gerade dabei zu craften. Das fuckt halt hart ab, dass die ganzen Sachen da drin liegen. Ah. Was denn? Die Monster sterben im falschen Chunk. Loadet den mal eben kurz. Nee, funktioniert auch nicht. Ja, und irgendwie, weil das ein Server ist, funktioniert das Ritual nicht. Welches? Womit du diese Kristalle herstellen kannst. Ja, eigentlich müssten die doch funktionieren. Welche Kristalle? Diese Crystal Will. Oder Will Crystal? Denk dran, ich stehe hier noch hinter. Ja, ich hab den nur gerade ausgemacht. Ich möchte hier nicht. Ich weiß nicht, ob ihr mich one-hitten könnt. Das ist. Meinst du, die man in der Dimension findet ohne Ende? Ja, genau. Dafür kann man eine Farm bauen.
jetzt könnt ihr gerne probieren. Ich will nur ein bisschen rumexperimentieren, was das mit dem Müll ist, weil ich habe keinen Bock mehr den ganzen Scheiß irgendwie, dass der hier rumfliegt. Brauchst du davon welche? Warte. Also ich wollte ja die Bienen herstellen, deswegen. Welche? Die Hellforge-Bienen oder Hellfire-Bienen. Diese Frage, ob du welche schon brauchst. Warte mal eben, ich verstehe dich kaum, weil der Beacon so laut ist. So. Frage ich gerade, ob du welche davon brauchst. Joa. Also, wenn du Hellforge hast, die Hellforge-Teile, dann eher die. Weil bis jetzt hat die Biene noch nichts gedroppt. Hellforge. Oh Gott. Hellforge Sand habe ich hier noch bei uns im System. Sind das die? Diese Integrated Hellforge Components. Ja, die Demon Will, die kann ich auch gebrauchen. Weil du brauchst ja pro Nether Star irgendwie. Wie viele? Ich meine Ether. So. Du brauchst 4 von diesen Hellforge Parts. Ich hab so viel im System gerade. Also, das ist jetzt alles, was ich hatte. Okay, super. So, warte. Tronic, ist dir mal eigentlich aufgefallen, dass wir 3,9 Millionen Plutonium haben? Was zur Hölle? Oh, ich hab 52 Millionen Steel Nuggets. 59,4 Steel Nuggets. Das ist... die auch, Biene eskalieren, ne? Ja, das ist aber auch die einzige, die so eskaliert. Ja. Oh, nice. Ey, ich kann auch dir noch 42,3 Millionen Cobblestone anbieten. Hilft dir das weiter? Ja, wenn ich genügend Bienen habe, dann kann ich euch auch welche bringen. Mhm. Ihr wollt ja bestimmt nicht nur einen ATM-Star machen, ne? Wir brauchen schon mal alleine 18. Und dann guck dir mal bei Kreativ und dem Questbaum was an. Ja. Mhm, und dann gehst du unten auf diesen komischen Block drauf. Das ist ein ATM-Star-Block mal 9. Davor habt ihr aber die Story B und dann kriegt ihr davon ganz viel. Ja, davon brauchen wir, deswegen, 2 Patricks habe ich ja schon. Darauf warte ich ja nur noch, dass wir die zu viel haben. Mehr haben wir nicht. Okay, sobald ich die Bienen habe, hau ich euch auch nochmal 10 Stück rum oder so. Aber die musst du halt jede einzeln craften. Dafür brauchst du die Eier, ne? Mhm. Unser Bienensystem ist momentan auch hart an der Grenze. Okay, warum das? Warte. Feld? Ui. Ich habe schon 2 Etagen wieder draufgesetzt. Ja, das hatte ich gesehen. Ich habe hier was zum Breeden. Hier sind die Silberbienen jetzt am Machen und Tun. Hier vorne ist Eisen. Da ist Obsidian. Wir sind hier gerade nur am Produzieren. Und dann kommt man hier rein. Gold, Eisen. Von dem Stahl habe ich gar nicht so viel. Ich habe nur 8 Stück. Ja, ich habe 10, deswegen, ja. Gut, ich habe jetzt auch alle so weit hochgezüchtet, dass sie alle very high sind, ne, also. Ja, habe ich auch gemacht. Und hier ist unser Awakening. Oh, ich habe nur 2. Eine. Ja, noch nicht ausgearbeitet, aber eine reicht das gerade. Also, man muss langsam anfangen. Ja, bei dem weiß ich noch nicht, ob ich die noch lasse oder nicht. Weil eigentlich wollte ich den Mechanismenreaktor noch machen in 18x18. Mhm.
denken, wenn das hochgeht, dann Halleluja. Ja, ich habe gehört, hier ist jemand Admin, der kann Backup einspielen. Ja, ich kann auch die Radioaktivität wegmachen. Siehste. Gott. Ja, das ist ein bisschen was. Mhm. Ach ja, bei 2,1 Millionen Flüssigkeiten backt der die Infinity Storage aus. Du meinst die Infinity Fluid Ding? Ja, genau. Ja, ich habe 2 drinne. Wir können nicht mehr sagen, wie viel wir haben. Ja, ich habe hier von Functional Storage oder Functional Drawer habe ich die Fluid Drawer genommen und dann einfach Netherite Upgrades reingehauen. Dann können die nämlich auch 2,1 Millionen speichern und ein Void Upgrade. Gut, bei uns läuft das jetzt gerade ins System, wieder aus dem System. Das ist halt bei uns jetzt gerade buggy. Ja, genau. Also wir haben eine Festplatte voll mit 2,1. Soweit ich die eine Festplatte rausnehme, haben wir unsere 2,1 immer noch. Aber die Sachen werden hier alle entleert gerade. Das ist das Wichtigste gerade. Ja. Aber es ist eigentlich scheißegal, also ob voll läuft oder nicht, es produziert ja trotzdem. Ja, zum Glück. Aber ich hatte das Gefühl, bei einigen Mining-Rezepten funktioniert das dann nicht mehr richtig. Crafting, nicht Mining. Ja, wir lassen es aus dem System aufbauen. Ah, okay. Deswegen, wir craften gar nicht direkt rein. Der Witz ist, die füllt sich. Die eine Fluid Storage hat 13,311 Millionen, ist also voll. Die andere läuft jetzt bei knapp 800.000. Nee, die läuft eigentlich auch schon 700. Tronic, unser System sagt 1B an. An Items und Fluids. Okay. Ich wollte es nur mal nebenbei erwähnt haben. Bisschen was. Ich bin froh über die Infinity Pattern, weil umso mehr Patterns, umso mehr laggyhaft ist das. Oh ja. Tronic? Ja. Wolltest du nicht deine Beacons eigentlich alle anhaben? Eigentlich auch. Ja, einen hast du ausgeschaltet. Weil du das auf dem Dach gebaut hast. Dieses Altar-Ding. Ach man. Also ich finde, wir übertreiben hier gar nicht. Nö. Wenn du einen ATM-Starblock mal neu brauchst und dir das als Ziel setzt, dann... dann kannst du nur noch übertreiben. Ich denke mal, das unterschätzt man ganz schnell, wie viel Rohstoffe man halt wirklich braucht. Ja. Und jeder, der jetzt eine Infinity Disk machen möchte, hat ja jetzt Arschkarte, weil wenn wir jetzt nochmal neu updaten, steht es jetzt auch dabei, dass man sie nicht mehr craften kann. Oh, okay. Das heißt, wenn ja jetzt jemand kommt und mir die ganzen Rohstoffe gibt, bin ich dann noch der Meinung, ich kann es euch geben. Danach darf ich es nicht mehr machen. Das steht ja dabei. Ne, ist auch an sich richtig. Es steht ja jetzt gerade nur nichts dabei. Also, finde ich zwar blöd, aber gut. Es sind Sachen, wo ich frage mich, warum man das rausnimmt. Ja, wahrscheinlich hat das auf so vielen Servern zu Leck geführt, dass die das rausgenommen haben. Also, umso mehr Festplatten ich reingemacht habe, umso mehr hat's geleckt. Ja, ich glaube, das liegt einfach an Refined Storage. Ja, das kann ja sein. Aber ich bin der Meinung, diese Infinity ist um einiges legsamer, freier, weil die erstens nicht orange oder rot werden kann. Ja. Und sie kann einfach vollgeschmissen werden.
Irgendwann ist das System, wenn du einzelne Sachen hast, dann fängt das System an zu lecken. Tonic ist deswegen ja schon 3 oder 4 Mal vom Server geflogen. Tonic? Ja. Weil wir so viele Spitzhacken halt hatten. Ja, das finde ich immer noch eins der lustigsten Fehler überhaupt. Wieso? Naja, dass du auf dein Storage nicht mehr zugreifen kannst, weil du zu viele Spitzhacken hast in Minecraft. Ja, wären sie stackbar, wäre das nicht mal das Problem gewesen. Da es aber alles eine einzelne Entity an sich ist und es auch als einzelnes Ding geladen wird, denke ich mal, dass das Problem war. Wir haben es ja schon eigentlich. Echt? Ja. Das war ja mal wesentlich tiefer. Aber man muss halt, also dafür, dass wir jetzt hier gerade auf dem Server spielen und so viel, dass wir hier so viel schon haben, läuft das relativ okay. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, bei der Menge wird auch dein Singleplayer-Game anfangen, komische Sachen zu machen. Oder ich glaube, das erst recht. Ja, ich denke mal, das kommt wieder auf den PC drauf an, wie der konfiguriert ist, was da ausgelegt ist. Minecraft ist ja im Großteil ein RAM-lastiges Spiel. Also kenne ich es halt auch nicht. Viel RAM hilft dir viel. Ja, und du brauchst Single-Core-Performance. Ja. Die bei mir, glaube ich, echt sehr mau ausfällt. Also für Minecraft ist am besten einen hochkernigen Intel-CPU zu haben. Das heißt hochkernig. Also ein i9 mit 16 Kernen oder 18 Kernen? Ja, ist egal. Also je mehr Kerne, desto besser. Kannst du natürlich auch so einen Server CPU holen. Ich habe hier noch ein PC-Gehäuse stehen, so ein Office-PC. Den würde ich schon mal umbauen, aber den bringen wir noch verteilen. Ja, ich habe mir auch einen umgebaut fürs Stream. Nö, das packt meiner, das ist nicht das Problem. Meiner würde es auch packen, nur die Grafikqualität in einigen Spielen war halt nicht geil. Ich habe immer geguckt, was wirklich belastet ist bei den Sachen und habe so in OBS umgestellt. Ah, okay. Größtenteils waren die Spiele eher bis auf Minecraft, aber das hat mein PC, also steckt der PC easy weg. Sind aber größtenteils CPU-lastig. Also habe ich das ganze Rendering über die Grafikkarte laufen lassen, weil die einfach mal so 30% gepimmelt hat. Ja, bei mir war, als ich gestreamt habe, die erste Zeit war beides irgendwie bei 80%. Ich habe hier irgendeine Nachricht bekommen in Discord. Oh, so. Ich bin mit dem AMD-Prozessor auch sehr zufrieden. Ich habe schon geschafft, CPU und Grafikkarte auf 100% laufen zu lassen. Aber für Minecraft läuft es halt auf dem Intel einfach besser. Aber muss man auch erstmal hinbekommen. Ja, das funktioniert halt. Das kriegst du relativ einfach hin. 3D-Mark. Damit funktioniert das echt super. Ja, ich hab's aber nur mit einem Spiel hinbekommen. Gott, was hast du gespielt? Alles gut. Was hat was runtergezogen? Mein CPU lag bei 100% Auslastung. Gott. Hatte aber nur eine Temperatur von 50 Grad. Oh.
meine Grafikkarte, die ist bei 80% Auslastung. Hat aber auch nur eine Temperatur von 50 Grad. Ja, okay, dann irgendein Teil da drinne hat dann reingehauen. Nee, der die 5600K, den ich verbaut hatte, hat sich nicht alle Channels freigegeben, also alle Kerne. Oh. Dabei lief er hoch. Gott. Und das Mainboard hatte einen weg. Das Mainboard habe ich hier noch liegen und das hat einen Knick, weil der Lüfter, den ich drauf hatte, der hat das Ding komplett verbogen. Ach, wie kriegt man denn sowas hin? Indem man in der Mitte die Schraube vergessen hat. Oh! Und man dann meint, einen CPU-Kühler draufzusetzen, der größer als das Gehäuse ist. Oh Gott. Also einen Millimeter aus dem Gehäuse rausgeguckt hat. Hat natürlich aber auch den Dampf gehabt. Ja, klar. Und dadurch ist das Mainboard immer weiter verbogen und dadurch hat er irgendwo einen kurzen gekriegt. Und danach war das Mainboard hinüber. Ah, da fällt mir auch nichts mehr zu ein. Aber ja, kann passieren, ne? Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber 32 Euro. Und da war der Knackpunkt, warum beides hochgelaufen ist. Weil der RAM einfach zu breit ausgelastet war. Weil man ja gedacht hat, man hat 32 drin, also muss es ja funktionieren. Ja. Kenn ich. Weil die Komponenten bis auf der E5 besitzt jetzt meine Freundin. Die spielt mit einem 8 Jahre alten PC. GTA 5, die hat immer noch 70 FPS. Ja, man muss aber auch sagen, GTA 5 ist echt bis zum Maximum optimiert, ne? Ja, aber man muss bedenken, das ist eine Grafikkarte von... Die ist auch so alt wie der PC. Das ist ja nur eine 1050 Ti mit 4 GB Videospeicher. Das Einzige, was dem PC gut getan hat, sind 32 GB RAM. Ja, aber... Nur im RAM-Bereich. Hast du mal gesehen, wann GTA 5 released worden ist? 2013. Ja. Und da war die Grafikkarte ja relativ gut. Ja, aber wir haben RP gespielt. Oh. Und das frisst mehr. Ja. In dem Falle hat mich das schon erstaunt, dass der 70er FPS geschafft hat. Ich habe ja noch nie mein PC selber zusammengebaut, bis auf den einen. Danach habe ich mir immer fertig PCs gekauft. Und ich bin immer noch top zufrieden damit. Also ich muss sagen, da spare ich dann eher das Geld dafür. Ich habe jetzt für meinen jetzigen, man muss bedenken, ich habe aus meinem alten mit übernommen, Verteile. 1,3. Okay. Da sind 60 GB RAM bei gewesen, da ist das die günstigste Windows-Version bei gewesen, die man nehmen musste. Und eine M2. Und halt Mainboard, Netzteil und CPU. Und CPU-Kühler. Mehr habe ich nicht dazu gekauft. Okay. Ich habe das Ding auf Low Budget bestellt. Und Low Budget 1.3 ist schon sehr viel. Ja. Und habe jetzt die Grafikkarte wurde mitbestellt, weil ich einfach eine neue Grafikkarte haben wollte. Und habe jetzt 32 GB RAM, habe ein modulares Netzteil, worauf ich auch sehr viel Wert gelegt habe. Ich habe Booster schon im Vorfeld, wenn die neue Generation, die 4090, wie gesagt, sagen wir mal die 5090 rauskommt, die brauchen immer mehr Strom. Ja. Anschlüsse. Das heißt, ich brauche einfach nur einen Stecker für die Grafikkarte tauschen, für den Großhaus, und kann die anschließen. Ja. Da bin ich echt Freund von geworden, von diesen Modularen, weil das ist echt praktisch. Was auch richtig geil ist, wenn der Hersteller sich Mühe gegeben hat und seinen Standard beibehält, deswegen habe ich bei mir, glaube ich, ein Be Quiet drin. Hm.
dann kannst du einfach, du kaufst dir eine größere Grafikkarte, weißt, dass du mehr Strom brauchst, dann kannst du einfach das Netzteil ausbauen, ohne neu zu verkabeln und ein neues Netzteil einbauen. Also deswegen habe ich auch nur modular. Und das ist auch praktisch. Ja. Und man hat nicht mehr so viel Kabelscheiß drin. Ne? Also ich glaube, ich habe auch ein Bequite drin. Und da habe ich wirklich gesagt, da investiere ich das Geld. Das ist ein 800 Watt 80 plus Gold Netzteil. Jo. Also wirklich nicht Platin, also das ist einfach Budget nicht gesprengt. Aber Gold fand ich schon für sollte ausreichen. Ich hatte auch schon meinen großen CPU-Kühler drauf. Ich habe aber eine Glasseite. Pum, verschnaufst du die Glasseite? Ja. Einmal nur Glück gegenkriegt, das Ding fällt um und zerspringt in 1000 Teile. Also nicht hier Temperate Glass, das geht eigentlich. Ich weiß nicht, was ich hier drin habe. Ich habe auch das günstig, also günstig schon nicht, aber auch schon Gehäuse genommen, was viel LED hat. Naja, bevor das ich nur drei Lüfter sehe. Weil das Ding steht an der Wand. Yay. Yeah. Mit der Glasscheibe. Ja, bei mir steht ein Monitor vor, also. Obwohl. Mein Traum ist noch höhenverstellbare Schreibtische zu besorgen. Ja, ich habe mir jetzt erstmal einen Stuhl für 600 Euro gekauft. Ja, aber der ist von unserem Subunternehmer. Da beziehen wir die Stühle für die Arbeit. Da sitzen halt alle meine Kollegen drauf. Und dann habe ich mir den jetzt auch geholt. Und bei mir geht schon nach 4 Jahren schon wieder der zweite Dämpfer im Arsch. Ja, ich habe 25 Jahre Garantie auf das Teil. Das ist schon ganz geil. Nee, bei mir muss jetzt erstmal Kabelmanagement für den PC vernünftig laufen. Alle Kabel müssen verlängert werden. Und ich meine wirklich alle Kabel, bis auf Stromkabel und den Monitor. Ja, wegen höhenverstellbar, ne? Ja. Aber weil der eigene Fernseher auch ca. 2 Meter vom PC weg ist und das Kabel aufspannen ist fast. Nee. Würde ich dann auch nicht machen. Nö, ich kaufe einfach drei, also für den Fernseher kaufe ich glaube ich ein 4 Meter Kabel, für die Monitore jeweils ein 2-3 Meter Kabel, also 2 bis 3 Meter Kabel. Und dann schön für Höhen verstellt, dass der PC einfach da stehen bleiben kann, wo er steht. Ja, würde ich auch machen. Also, ich habe für meinen Fernseher habe ich ein 15 Meter LWL Kabel gelegt. Das ist das Beste, was du machen kannst. Und ja. Und die anderen sind halt normale LWL-Kabel. Ja. Der Fernseher ist also selbst in einer schlechteren Qualität angeboten, mich nicht. Das ist einfach nur am Ende von meiner Bestellung, die ich dann verarbeite. Deswegen hängt der auch so weit weg. Aber noch nah genug dran, dass ich den aus der Sitzposition sehen kann. Okay, was für Bestellung dann? Ich habe einen eigenen Film gesehen. Oh. Mit 3D-Druckteilen. Cool. Ey, es wird alles teurer, nur das Gehalt bleibt gleich. Nö. Also da kann ich nicht meckern, muss ich sagen. Doch, was, also ich bin ja gerade sowieso noch auf Arbeitssuche und das, was sie mir anbieten wollen, dafür, dass ich knapp eine Stunde zu dahin fahre, sage ich, bin ich am Arsch. Was hast du gelernt? Metallbau. Okay. Und für 16,50 habe ich gesagt, fange ich nicht mehr an. Habe ich keinen Nerv zu. Ich muss irgendwann noch mein Kind versorgen. 16,50, das ist ja. Oh Gott. Alter, das beste Angebot, was ich jetzt bekommen habe, sind 18,50. Und dafür fahre ich 20 Minuten. Und selbst das tue ich mir nicht an, weil 11 Stunden Arbeit am Tag. Nein, danke. Nee, genau, das ist bei mir auch das Problem. Deswegen bin ich bei meinem jetzigen Job mit 5 Minuten Fahrradweg. Wofür ich immer noch das Auto anschmeißen würde? Nee, das habe ich vor einem Jahr jetzt verkauft.
ein Jahr hatte ich 2 Autos angemeldet, jetzt habe ich 3. Oh Gott. Das eine gehört meiner Freundin, das andere ist mein... Ich nenne ihn einfach so meine Leihhure. Ah, eine Stoppelfellkarre? Nee, Umzugsauto, so nennen sich. Also so ein Touran. Ah. Mit einer guten Last, aber einen großen Kofferraum. Ja. Und der ist größtenteils immer verliehen. Oh Gott. Mich juckt's nicht. Ich hab mir das Auto wirklich dafür geholt zum Ziehen. Wenn ich ihn brauche, krieg ich ihn wieder. Ja, kriegst du, solange man Geld dafür bekommt, ist ja alles in Ordnung. Mir reicht das, wenn ich die monatliche Rate oder die alle 6 Monate die Rate raushabe oder irgendwie. Ja, okay. Ja. Ich frisst das Auto ja nichts. Wenn ich die was kaputt machen, bezahlen die Leute das auch immer. Ja, okay, das geht echt klar. Also ich muss dazu sagen, ich habe im Jahre 2022 jeden Monat 36 Euro Versicherung bezahlt und bin für 8 Euro tanken gegangen. Also irgendwie alle 2 Monate habe ich 20 Euro getankt oder so. Ja. Und deswegen habe ich es verkauft. Nee, dafür fahre ich zu gerne Auto, um meine Autos zu verkaufen. Boah. Wenn ich irgendwann genug Geld habe, will ich mir auch noch für die Firma dann noch so einen schönen Audi kaufen. Wenn das Geld dann dafür da ist, irgendwann. Und so lange fahre ich mein Auto weiter. Ja, also das kann ich verstehen, da hat man wenigstens ein... Ich wohne auf dem Land. Ja, ich weiß. Du bist aufgeschmissen. ja, auf jeden. Also ich wohne zwar auch auf dem... Ja, okay. Nee, Land ist es jetzt nicht. Aber... wenn ich meine Eltern besuchen fahren will, dann wäre zwischendurch mein Auto geil, aber... Naja. Na, ich hab gesagt, das Auto, was ich jetzt habe, kostet mich im Monat 50 Euro plus, kommt drauf an, wie viel ich fahre, 150, 200 Euro Benzin. Ach, das ist aber auch schon ordentlich. Wenn man meine Fahrweise weiß, dann ist das doch human. Oh Gott. Und irgendwann habe ich gesagt, ich kaufe mir irgendwann, wenn das... Also mein Plan ist so, in den nächsten 10, 15 Jahren, dass ich mir einen Firmenwagen kaufen kann, der aber dann ein bisschen hochpreisiger werden soll. Weil dann setze ich nämlich auf Audi und dann setze ich auf den Audi RS6. Nice. Mhm. Da kann man echt nicht meckern. Ey, das Ding kostet 150.000 Euro. So, Ja. Leasing-Fahrzeug dann, ne? Aber... Und da habe ich gesagt, das Auto, was ich jetzt habe, bleibt. Egal was kommt, der bleibt erstmal. Der wird Saisonkennzeichen kriegen. Und dann soll das irgendwie mein Kind kriegen. Was fährst du denn aktuell? Skoda Fabia Kombi-Limousine. Okay. Günstig in der Versicherung, theoretisch auch günstig im Fahren, wenn man den anständig fährt. Genau, anständig. Ich habe den auf 5,5 Liter runter gekriegt. Ach Gott. Als Benziner. Ja, das ist aber trotzdem ordentlich. Ja. Werksangabe sind 6 Liter. Sogar 6,5. Kombinierter Verbrauch. Ja, okay. Also sind 5,5 Liter schon ordentlich für das Auto. Man muss halt bedenken, es ist 1,2 Tonnen Leergewicht. Okay. Ja. Also rechnen wir mal mit 1,3, 1,4 Tonnen, mit dem, was ich noch verbaut habe. Ist das schon okay. Ja. Ich hab nur von vornherein gesagt, seitdem ich mich schon nicht möchte, falls ich nicht 4 Türer habe. Ich hab keinen Bock auf einen 2 Türer. Ja, da hatte ich das Glück bei meinen Eltern. Ich konnte mir da die ganze Zeit die Karre leihen und irgendwann habe ich das dann übernommen, aber 4 Türer war schon das Beste. Ja, du musst auch die Sitzbank umklappen. Ja. Oder du willst mal eben was einladen und dann musst du da, ja. Dich verwinden und verdrehen, damit du auf die Rückbank kommst. Ja.
Deswegen, also es ist schon... Und vielleicht erfülle ich mir nochmal irgendwann meinen Traum von meinem Traumauto. Was ist das? Das ist ein Skyline R34. Oh. In Blau. Aber die liegen gebraucht bei 50.000 Euro. Auf dem deutschen Markt. Ist dann aber in Japan Import, ne? Ja. Ja. Was anderes würde ich nicht haben. Ich will einen Rechtslenker sogar haben. Ja, cool. Wenn dann schon so original wie möglich. Ja. Tronic, wolltest du jetzt einen neuen Boden verlegen? Nein. Mach dich ran. Ich soll mich ran machen, was brauchen wir denn? Gras. Gras habe ich. Habe ich auch. Toll. Ich habe bloß keine Hacke. Das funktioniert nicht. Alle auf einmal hacken. Ach, weißt du, wie viele Schalter wir brauchen? Nö, ich hatte eigentlich jetzt. Ich hatte jetzt einen Stack gemacht. Stack? Ja. Reicht nicht. Ich musste jetzt jeden mit einem einzelnen Schalter versehen. Ja, besser so, als wenn du immer an- und ausschaltest, jeden einzelnen. Ich habe keinen Bock, mich da die ganze Zeit runterzulegen. Das mache ich doch. Ach, du bist dieses Mal, darum machst du dir aus. Wie aus? Kann es sein, dass ihr den Elevator in die Dingsnis-Basis überbaut habt? Du meinst in die Mob-Farm? Ja. Nee, hier gibt's keinen. Ah. /TPA, was war das? Mi? Was sonst TPA machen? Oh. Hier gibt's keinen Elevator hin. Ah. Nicht mehr. Oh Gott, was macht ihr denn da? Wir wollen die Teile an- und ausschaltbar machen. Oh. Hier ist aber ein Bistum jetzt. Ey. Wir brauchen die Teile halt nicht mal bedienen, die haben. Aus irgendeiner Quest. Ja. Bitteschön. Ja, du hast schon die Bieten. Ja, eine. Weil ich keine Bauteile mehr habe. Aber die brauchen dieses Hellforged Ingot als Block zum Futtern. Zu schnell geschlagen. Was hast du denn gemacht? Nee, die falsche Hacke. Oh Gott. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Trolle kreist erstmal sein ganzes Haus ab. Hilf. Mal kurz gucken. Hilf. Ob das so ein Ingot. Das sieht auch so maximal bescheuert aus. Hellforged Sand. Den haben wir auch. Was kommt hier hin? Da kommt die normale Mobform hin. Ah. Also mit den Mobs, die wir immer abfarmen. Ich mach mal neue Schalter, ne? Ja. Das ist egal.
Ja, genug. Das Maximum, was ich jetzt machen kann, sind 5 Stacks. Sogar 10 Stacks. Okay. Da kam irgendwie noch was von hinten angeflogen. Okay. So, bitte. Ja, ich kann die automatisieren. Okay. Ja. Du hast nicht alle eingesammelt. Er ist kleiner als der Stackstapel. Wären eigentlich auch die Blöcke kleiner in deiner Nähe? Nein. Oh. Das sieht so witzig aus. Nein. Chronic als kleines Baby. Ja? Für die extra Schalter dafür hatten, also den in der Mitte dann? Ja, würde ich jetzt sagen, weil können wir bei dir ja auch einbauen. Ja. Ah, oh, jetzt hat er sie aufgesammelt. Neben den Hellforge brauchen wir ja auch noch einen Block davon, damit die Biene überhaupt leben kann. Und guck mal, haben wir Hellforge? Ich hole mal eben welche. Ich habe noch einen Stack, kann ich machen. Ah, okay. Dann passt das ja. Einen Stack haben wir als Sand irgendwie hier, ne? Geh ich mal kurz rück. Aua. Was wollen wir denn da nehmen? Bras dann oder? Ja, können wir machen. Das sieht hier aber auch wild aus. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Nee, ne? Kein Plan, was du machst. So. Und ihr habt die schon alle geupgradet. Wie lange hat das gedauert? Was? Das Upgraden der Spawner? Das war heute innerhalb von 10 Minuten. Okay, dann geht's ja sogar noch. Ey, wir haben ja die ganzen Ressourcen dafür, ne? Also. Ja, ja, also das ist kein Problem. Ich habe nur keinen Bock, die ganze Zeit rechts zu klicken. Ich war schon am Überlegen, ob ich mir einfach ein, hier, wie heißt das? Mit Modular Router irgendwas baue, wo das alles automatisch applied wird. Ja, gut, das geht ja aber eigentlich schnell. Einfach nur rechtsklick gedrückt halten, ne? Ja. So, Hellfire-Biene ist angeschlossen. Ja, aber die produzieren, die haben eine 1%ige Chance, diese Maschinenteile zu bekommen. Maschinenteile? Ja, diese Hellfire, nee, Hellforged Parts. Aus dem Honig jetzt. Ja, genau. Und ich habe jetzt 10 Stück angeschlossen und immer noch, oder 10 Bienen habe ich und nach wie vor noch keinen bekommen. Ich habe hier 4 Stück auf einmal gerade bekommen. Oh, das du meinst die Intricate Hellfire Parts, ne? Ja, genau. 8 Stück. Das ist doch... 12 Stück. Du musst auch dazu sagen, ich habe das Ding gerade mal 256, ne? Ah. Ja. Ja. Nicht jeder kann halt so viele Stunden haben wie wir gerade, ne? Also 27 Stunden habe ich noch drauf. Aber bei 12. Oh mein Gott. Hoch. Was? Ja, es wurde gerade sehr, sehr laut. Wo bist du denn? Bei mir. Ich habe das jetzt auch eben gerade gemacht. Ja, 12 Stück habe ich rausbekommen. Das Problem ist, glaube ich, gerade eher Platz zu finden in irgendeiner Zentrifuge. Ja, das Problem hatte ich auch, besonders mit dem Abpumpen vom Honig.
Was hat Frau mit ihr die super hinbekommen hier? Ja, ich hab ja, ihr habt ja wirklich nur Honig. Ich hab ja, keine Ahnung, 8 verschiedene Sachen, die da drinne produziert werden. Ja. Kann ich mit Hellfire, jetzt überlege ich das gerade. Kann ich Hellfire verdoppeln? Anscheinend kommt das noch nicht mal in meinem System an. Hast du überhaupt schon angeschlossen? Ich habe es gerade manuell ins, da reingelegt. Deswegen, da kommt ja das Rohmaterial raus. Oder heißt das nicht Hellfire? Na, nee, Dimensionschart ist das nicht. Hellforged. Ja, kommt bei mir nicht an im System. Super. Cool. Oh, ich habe 48 bekommen. Wieso sind da 12 Stück im System? Nicht die... Ja, was denn dann? Das, was aus dem Honigkampf rauskommt. Ah. Sind Blöcken. Ne, die Hellfurt-Sparts. Ne, die heißen Raw Demonite. Die kann ich ja noch brennen, aber kann ich die noch vermehren? Hm. Nur da drin, aber nee, das ist es mir nicht wert. Dann schmeiße ich die jetzt direkt in den Ofen hier hinten rein. Ach, nur damit ihr euch nicht wundert, die Werwölfe sind tagsüber wieder normale Villager. Das weiß ich. Ja, auch aus dem Spawner heraus. Ah, super, das heißt, man darf nicht mal mehr schlafen gehen. Nee. Aber wenn du eh an deiner Farm stehst, ist es ja eh egal. Ja, das ist nicht ganz so schlimm. So. Gott, hier wird ja jetzt alles ein... Hier nee, war ja die... Nee, eigentlich nicht. Okay, warte. Hier. Wie viele hast du jetzt gerade gemacht? 7 Stück. Dann fehlen euch nur noch 2, ne? Ja. Okay.
Tronic nicht da auch nochmal was anschließe, dann haben wir dasselbe Problem wie das letzte Mal. Möchtest du das? Was ist das letzte Mal passiert, wenn ich etwas anschließen wollte? Ich habe alles auf aus Versehen gelöscht in der Einspalte. Oh. Weil ich irgendeine falsche Taste gedrückt habe. Entfernen? Delete alles. Tronic kam wieder. Ups. Seitdem fasse ich dieses System nicht doch mal an. Ja, aber eigentlich ist es ja Kinder einfach. Ich steig nicht durch. I ist Import und E ist Export. Ja, aber wenn er eine komplette Spalte löscht. Und ich weiß, wie ich da E reinkriege. Okay. Oder funktioniert das über Tastenkombinationen, also wenn ich draufklicke und E drücke? Nee, aber du kannst mit Steuerung C kannst du den Port einfach kopieren und dann durchgehen. Nee, lass es lieber. Das sind mir zu viele da gerade. Er hat das gesehen, wie viele es sind. Dann sitze ich daher in 2 Stunden dran, bis ich alles wieder eingestellt habe. Ja, schön bei ATMs da einmal alles löschen. Nee, das will ich Tronic nicht antun. Ich glaube, dann macht er Rage Quit. Oh, das hatte ich, hier, wann war das? Ich glaube, letzte Woche Montag wäre ich fast, hätte ich fast das Spiel beendet. Irgendwie haben sich die Daten von den Festplatten überschrieben. Dann war in den Festplattenkäfigen keine Festplatten mehr drinne. Und ja. Aber wie kann das denn passieren? Ich glaube, ich habe das Ganze mit der, wie heißt das gleich noch? Mit dem Copy and Paste Tool habe ich die Informationen überschrieben. Von dem Blog. Das ist schlecht. Anschließen. Also ich darf hier nur platzieren. Wer nicht. Dann beschwert er sich, dass ich dann auf einmal so eine ganze Etage neu platziert habe. Ja. Irgendwie immer noch so ein kleines Fledermausproblem. Das verstehe ich bei euch eh nicht. Das ist alles hell. Nee, dass ihr sowas hier nicht platziert. Was ist das? Das ist Torchmaster. Ja, das gleich. Der Rauch war schon wieder. Dann noch was fürs Ambiente. Was kann jetzt diese Kiste? Die sagt, dass keine Mobs mehr spawnen dürfen. Also keine naturalen Mobs. Seht ihr uns noch nicht auch Bienen? Ja. Na gut, dass wir keine Freilaufbienen haben. Ja, eigentlich nur das natürliche Spawn wird behoben. Ich weiß nicht, was er meint. Wenn man nur hier von einer Spalte löscht, ist das schon problematisch. Besonders wenn man die falsche Spalte löscht. Ach, wo ist denn euer Anschluss da? In der letzten Ecke.
Ja, das geht ja ganz einfach. Gleich hier. Oh. Ups. Ich glaube, die Heat-Zentrifugen kommen nicht hinterher. Das ist das Hauptproblem. Naja, euer Problem ist dasselbe, was ich auch hatte. Oder? Nee. Das geht eigentlich. Obwohl. Also das meiste von euren Sachen ist hier gar nicht im Betrieb. Doch, oder wenn alles auf einmal voll ist. Oh. Es kann auch sein, dass der einfach nur zu langsam ist. Sind irgendwie gefühlt alle langsam, aber schneller gehen die ja nicht. Also ich habe schon wieder irgendwo Updates vergessen. Nee, ich meine, die Konnektoren sind langsam. Aber ich glaube, da gibt es keine schnelleren, ne? Nee. Also ich sag mal so, solange es so ansatzweise einigermaßen gut funktioniert und nicht alles im Überhang voll läuft. Hier schon wieder 4 Stück, ne? Von den ganzen Sachen drin. Gott, oh Gott, oh Gott. Und da steigt man einfach durch. Also du scrollst einfach runter, das ist einfach nur alles gleich. Ja, ja. Und dann kannst du einfach ein Port kopieren und gehst dann einfach nach unten durch. Aber ich lass die Finger davon, sonst soll ich doch nicht mir gleich wieder die Ohren voll. Ja. Wie lange hast du gebraucht? Guck hier nur wieder in den hier rein. Da wo Honig voll ist. Achso. Ja, ich habe jetzt auch 48 Stück bis jetzt. Moment. Ja, ich habe ein Stack fast. Und wofür braucht man die? Die brauchst du für die Reinforced Speed Upgrades. Oder Reinforced Speed Rune. Aber ich habe jetzt nicht mal ein bisschen zu viel übertrieben. Und die brauchst du halt für diesen Wither-Kompass. Ah. 4 Stück davon. Ich weiß gar nicht, wie die Tonne das gelöst hat, oder? Ja, wahrscheinlich händisch gecraftet. Wahrscheinlich. Naja, aber ich werde mal in den Sack hauen. Ich muss morgen wieder früh raus, leider. Hört sich so an, als ob du gar keine Lust hast. Ganz ehrlich, das sind jetzt noch 2 Tage. Und dann geht's in Urlaub. Oh ja. Freitag noch schön Überstunden frei und dann... Ab auf die Balkonien. Nee, auf Balkonien und Gamer City oder so. Also der übliche Urlaub für die Gamer. Ja, genau. Und das Beste ist, völlig ungeplant kommt Freitag auch noch Dragon's Dogma raus. Und das werde ich mir hart reinverleiben. Sehen wir dich ja. Also Wochenende bin ich jetzt nicht da. Das ist jetzt bei mir aber normal. Bin jetzt jedes Wochenende nicht da. So. Platz hat nämlich auch wieder angefangen. Ja, geil. Naja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und viel Spaß, ne? Und jo, gleichfalls. Viel Erfolg noch. Ciao. Ja, tschüss. Ja, also. Ich werde dann auch mal in die Falle treten. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Zuschauer, danke. Oder euch allen danke fürs Dabeisein. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Morgen ist Mittwoch, ne? Morgen ist Mittwoch.
Genau, dann euch einen entspannten schönen Abend, gute Nacht. Danke fürs Dabeisein und schönen Abend euch noch. Cheerio und auf Wiedersehen. Bis morgen dann, 18 Uhr, denke ich mal wieder. Ciao.